Das heutige Horoskop, Jungfrau, 23. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Während sich das Rad der Zeit dreht, beobachten wir, wie die Jahreszeiten kommen und gehen. Heute ist der offizielle Beginn des Winters, da die mächtige Sonne gefriert und zittert, während sie über die Berggipfel des Steinbocks marschiert. Dies ist eine Tierkreiszeit, die ebenfalls vom Elementar Erde beherrscht wird, das die Kardinalenergie verkörpert. Dies ist eine sehr geschäftige und positive Zeit des Jahres für Sie, da Sie Ihren Zielen und Herzenswünschen leichter nachgehen können. Wir haben die Zeit gefunden, in der die Tage kurz und die Nächte lang sind, aber wissen Sie, dass Sie von diesem Punkt an zurück zum Licht marschieren. Es könnte an der Zeit sein, ein altes Leidenschaftsprojekt noch einmal aufzugreifen. Wenn Sie ein kreatives Unterfangen durchziehen wollen, müssen Sie sich darauf einlassen, wenn Merkur rückläufig im Steinbock ist und Saturn in den Fischen im Sextil steht. Das Sextil ist Ihre kosmische Erinnerung daran, dass Sie sich neben Ihren beruflichen Vereinbarungen auch Zeit für Ihre Leidenschaftsprojekte nehmen müssen. Du kannst es schaffen! Möglicherweise fällt es Ihnen sogar leichter, mit Ihrem Unterfangen voranzukommen, wenn die Sonne später heute in den Steinbock eintritt. Schließlich könnte die Saison überraschend kreativ sein. Wenn der Mond jeden Monat in Ihren Finanzsektor zurückkehrt, lädt Ihr Unterbewusstsein Informationen immer schneller herunter, als Sie sie zu diesem Zeitpunkt verarbeiten können. Daher ist es wichtig, Ihrem Bauchgefühl zu vertrauen, ohne zu viel nachzudenken. Dies wird insbesondere in den letzten Stunden des letzten Besuchs des Mondes in diesem Jahr der Fall sein, wenn kurz vor seinem Abgang auf beiden Seiten des Finanzzorns noch viel passieren wird. Im Allgemeinen benötigen Sie viel persönliche Zeit, um Ihre komplexen Gefühle gegenüber der Welt zu klären. Versuchen Sie, Sport zu treiben, der Ihnen dabei helfen kann, das Beste aus Ihrer Freizeit herauszuholen. Langstreckenlauf, Schwimmen, Wandern und Mountainbiken erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, den Sie dann im Kopf gut nutzen können. Gesunde Gewohnheiten, die Ihre Bedürfnisse in Kombination erfüllen, sind von unschätzbarem Wert. Es ist ein langes Leben, Sie werden mehr Spaß haben und mehr mit anderen teilen können. Wenn Sie eine eigene Familie haben und sich fragen, wie Sie alle einander näher bringen können, sollten Sie einen Teil Ihrer Tagesenergie nutzen, um die richtigen Mittel zu finden. Diese Essenz fördert Ausdruck und Kreativität. Vielleicht gibt es ein Projekt, bei dem jeder mitmachen kann. Besondere Anlässe und Feiertage bieten günstige Gelegenheiten für den Familienzusammenhalt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Möglichkeiten zu erkunden, fällt Ihnen bestimmt etwas ein. Der letzte volle Tag der Sonne in Ihrem Zuhause und Ihrer Familie richtet den Fokus und Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge in der Nähe Ihres Zuhauses, und da der Mond im Einklang ist, ist dies wahrscheinlich ein schöner Ort zum Verweilen. Doch während der Abgang der Sonne letztes Jahr alle Planetenaktivitäten an der Heimatfront beendete, macht der freundliche Aspekt des Mondes zum Mars dort deutlich, dass er sich eingelebt hat und die Ferienzeit hier verbringen wird. Da Merkur nur noch 2 Tage von seiner Rückläufigkeit entfernt ist und Venus nächste Woche zurückkehrt, anstatt sich vollständig auf Heim- und Familienangelegenheiten zu konzentrieren, wird es nur noch wärmer. Der gestrige Abgang des Mondes aus Ihrem Beziehungsbereich hat Sie nicht nur emotionaler involviert gemacht, sondern auch eine bessere Chance, Ihren emotionalen Reaktionen und Beziehungen eine Stimme zu geben. Dies war der einzige Besuch des Mondes, während sich Venus, der Planet der Liebe, in Ihrem Kommunikationsbereich befindet und während Sie sich über Weihnachten in Ihrem Beziehungsbereich einem freundlichen Aspekt zum verträumten Neptun nähert, war dies eine Gelegenheit, den Stein ins Rollen zu bringen. Täglicher Planetenüberblick. Während die Sonne in den Steinbock tritt und eine neue Jahreszeit einläutet, feiern wir heute die Wintersonnenwende und genießen die Energie des Weihnachtsfestes. Der dünne Schleier warnt uns vor schwankenden Energien, die zwischen Höhen und Tiefen schwanken. Der aktuelle Einfluss des Widdermondes verleiht unserer Stimmung Leidenschaft und Tatendrang und gibt den Ton für den Tag vor. Am Abend geht der Mond in den Stier über und gibt uns die Erlaubnis, uns zu verwöhnen und zu entspannen. Erwägen Sie, sich bei Ihrem Abendessen mehr Mühe zu geben und gönnen Sie sich heute Abend ein köstliches kulinarisches Erlebnis. Konzentrieren Sie sich im Laufe der Nacht darauf, Wege zu finden, diesen Energiewechsel zu entspannen und zu bewältigen.
Ihr gegenwärtiger Zustand strahlt Leichtigkeit aus und vermittelt das Bild einer stabilen Persönlichkeit. Ihre sensible Herangehensweise fördert Offenheit und regt Menschen dazu an, überfällige Besuche oder formelle Vereinbarungen vorzuschlagen. Bedenken Sie jedoch, dass Sie die Wertigkeit des Ihnen entgegengebrachten Vertrauens unter Beweis stellen müssen, um diese positiven Beziehungen in Zukunft voll ausnutzen zu können. Gönnen Sie sich ein wenig Selbstfürsorge, indem Sie sich etwas Neues gönnen und dabei Ihre finanziellen Mittel sinnvoll einsetzen. Sie verfügen über die Ressourcen, um eine kleine Investition zu tätigen, ohne zu viel auszugeben. Vermeiden Sie unnötigen Wettbewerb, nicht alles, was andere tun oder sagen, ist eine Herausforderung. Wenn Sie feststellen, dass Sie in Partnerschaften oder Beziehungen energisch wirken, was möglicherweise zu unnötigen Meinungsverschiedenheiten führt, sollten Sie sich etwas Zeit für sich nehmen, um neue Kraft zu tanken. Heute finden Ereignisse sowohl im Einkommens- als auch im Beschäftigungsbereich statt. Die Sonne kehrt kurz vor dem letzten Besuch des Mondes in Ihrem Arbeitssektor in diesem Jahr in Ihren Einkommensbereich zurück. Während Mercury seinen letzten vollen Tag in Ihrem Einkommenssektor abschließt, bevor er morgen rückläufig wird, nutzen Sie seine intelligenten finanziellen Erkenntnisse und Rückblicke, um von Anfang an zu profitieren. Himmel für heute! Während des jüngsten Besuchs des Mondes in Ihrem Einkommenssektor des Jahres kam es Anfang der Woche zu Spannungen zwischen den beiden Seiten des Finanzspektrums. Diese Spannungen traten jedoch zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Unterstützung von beiden Seiten die Herausforderungen leicht in Motivation umwandelte und eine positivere Dynamik zu erwarten war. Der Mond ist bereit, in den kommenden Tagen freundschaftliche Beziehungen zu den Planeten an der Finanzfront aufzubauen. Gleichzeitig ist die deutliche Annäherung zwischen Venus im Karrierebereich und Neptun im Einkommensbereich nur noch wenige Tage von ihrem Höhepunkt entfernt. Trotz ihrer beachtlichen Erfolge wächst die Unzufriedenheit. Der Glaube, dass Fortschritt reine Entschlossenheit und Kraft erfordert, kann ihre bisherigen Erfolge gefährden und ihre Fassung aus dem Gleichgewicht bringen. Es ist wichtig, einen Schritt zurückzutreten, die Selbstbeherrschung wieder zu gewinnen und zu erkennen, dass ein scheinbar unüberwindbares Problem leicht gelöst werden kann, wenn man es mit einer ausgeglichenen Einstellung angeht, anstatt es mit Bulldozern durchzuarbeiten. Während der Mond seine letzten Stunden in ihrem Einkommensbereich für das Jahr abschließt, bildet er einen freundlichen Aspekt für die Sonne, die sich in ihren letzten Momenten in ihrem Karrierebereich befindet. Diese Last-Minute-Verbindung steigert das Selbstvertrauen und steigert das Bewusstsein. Darüber hinaus wird der Mond vor seinem Abgang zum ersten Mal seit seiner Ankunft im Juli die Mondknoten überqueren. Bemerkenswert ist, dass es auf der gegenüberliegenden Seite des Finanzspektrums keine Planeten gibt, mit denen es kollidieren könnte, was eine einzigartige Periode des Gleichgewichts zwischen Geldzuflüssen und Abflüssen markiert. Sie können sich gut einbringen, abenteuerlustiger und anpassungsfähiger sein und sogar neue Fähigkeiten entwickeln. Wenn Sie bisher die Zusammenarbeit mit anderen vermieden haben, bieten Sie Ihre Unterstützung an und teilen Sie Ihr Fachwissen. Menschen und Freunde, die Ihren Enthusiasmus schätzen, helfen gerne mit und finden Ihre neu entdeckte Energie inspirierend.